Herzlich willkommen zu diesem Video über Gefühle und Gefühle mit Bewertungen und wie du deine wirklichen Gefühle herausfinden kannst, ohne dass da Bewertungen mitschwingen. Was sind überhaupt Gefühle mit Bewertungen? Was ist das? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zum Beispiel ausgenutzt, kritisiert, manipuliert, nicht ernst genommen, unverstanden oder auch unzulänglich, angegriffen und abgelehnt. Das sind alles Zuordnungen, die wir in unserem Alltag ganz, ganz häufig gebrauchen. Die zeigen aber nichts von dir. Wenn du sagst, du lehnst mich ab oder du kritisierst mich, dann weiß das Gegenüber nicht, was bei dir passiert. Und du ganz häufig auch nicht. Ich erfahre das immer wieder in den Kursen, dass es ganz unklar ist, welches denn eigentlich die eigenen Gefühle sind, ohne dass du das Gegenüber mit einbeziehst, jetzt in diesem Moment. Also, dass du rausfindest, was läuft denn eigentlich bei mir? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn zum Beispiel jemand dich kritisiert, also etwas sagt, was dein Gegenüber mit seiner Brille über etwas sagt, was du getan hast oder was du gesagt hast, dann sagen wir normalerweise, du kritisierst mich. Was passiert dann aber tatsächlich bei dir? Da beziehst du dich ja auf dein Gegenüber und sagst, das Gegenüber hat etwas getan und du sagst nichts über deine Reaktion, obwohl man annehmen kann, dass hier irgendetwas getriggert ist, wenn du sagst, du hast mich kritisiert. Gefühle sind ganz, ganz, ganz vielfältig. Und ich gebe dir Beispiele, was bei dir passieren könnte, wenn du sagst, was bei dir tatsächlich passieren könnte, wenn du sagst, ich fühle mich von dir kritisiert. Wenn du in die Sparte der Gefühle ärgerlich gehst, könnte das sein, dass du empört bist oder dass du irritiert bist. Wenn du in die Sparte der Gefühle gehst, ängstlich und angstvoll, dann könnte es sein, dass du dich ängstlich fühlst, also dass da irgendeine Befürchtung losgeht oder dass du besorgt bist. Oder wenn es in die Sparte Traurigkeit geht, dann könnte es sein, dass du bestürzt bist oder entmutigt. Oder wenn es in die Verwirrung geht, kann es sein, dass du sprachlos wirst oder unsicher. Und wenn es in die Ermüdung geht, dann könnte es sein, dass du erschöpft bist, weil du das schon ein paar Mal gehört hast oder immer wieder, dass du überdrüssig bist oder auch, dass du überfordert bist. Du siehst, da hat es ganz, ganz verschiedene quasi Gefühlsabteilungen. Und dann ist schon ganz nützlich, wenn du für dich weißt, wo es denn lang geht. Also bist du jetzt ermüdet oder bist du ängstlich oder bist du so aktiviert, dass du ärgerlich wirst oder wo geht's hin? Wenn du das für dich rausfindest und das nicht sofort zum Gegenüber gibst und sagst, du hast etwas gemacht und jetzt mach das anders, das ist normalerweise der Wunsch, mach das bitte anders, damit es mir wieder besser geht, das ist meistens nicht so nützlich. Normalerweise ändert sich das Gegenüber nicht gleich für dich, weicht häufig auch nicht von seiner Meinung ab, ehrlich. Es kann schon sein, dass dein Gegenüber dann sagt, ja, es tut mir leid und ich hätte das anders sagen können. Und das aber macht dem Frieden zuliebe. Und das rächt sich normalerweise. Dann kommt das irgendwann später dann doch nochmal oder auf eine andere Weise nochmal. Wenn du also rausfinden kannst, was denn bei dir los ist, wenn es um dich geht und um deine Reaktion
auf das, was dein Gegenüber sagt, für die du ganz alleine zuständig bist. Dein Gegenüber ist nur der Auslöser. Wenn du also rausfindest, wie deine Reaktion hier ist, dann führt dich das ganz viel schneller zu deinen Bedürfnissen. Wenn du im Du bist und möchtest, dass da drüben sich etwas ändert, dann kannst du deine Bedürfnisse nicht wahrnehmen und du kannst sie auch nicht ausdrücken, weil du sie normalerweise auch nicht kennst. Ganz, ganz häufig kennen wir unsere Bedürfnisse nicht oder es ist ganz schwammig oder wir sagen, mein Bedürfnis ist das Du. Und dann sind wir wieder bei dieser Du-Botschaft. Also zum Beispiel, wenn dich jemand kritisiert und du das gar nicht gerne hast und dich das eher in Befürchtungen bringt oder in Sprachlosigkeit, dann kannst du das sagen. Dann kannst du sagen, was du gehört hast. Ich habe gehört, dass du das und das gesagt hast. Das ist mal so, da eröffnest du, okay, das ist das, was ich gehört habe. Und das ist gut, wenn du das nachfragst, weil häufig hören wir das auch anders. Je nachdem, was wir erlebt haben in unserem Leben, hören wir etwas anderes als das, was das Gegenüber uns sagen möchte. Dann kann ich sagen, ich höre, du sagst das und das über diese und jene Handlung oder über das, was ich gesagt habe. Und dann kannst du sagen, das macht mich sprachlos. Oder du kannst sagen, ich bin irritiert darüber. Ich kann das nicht wirklich verstehen. Und ich würde das gerne besser verstehen, was du damit meinst, zum Beispiel. Oder wenn du das schon 100-mal gehört hast und darüber schon 100-mal gesprochen wurde, dann kannst du auch sagen, es ermüdet mich einfach sehr. Und dann wird das Bedürfnis kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwie klären können, dass wir hier nicht immer aneinander vorbeireden, zum Beispiel. Oder, dass wir nicht beide getriggert sind. Weil wenn das Du so etwas sagt, ist es ganz häufig auch getriggert. Und dann kannst du auch nach dem Bedürfnis deines Gegenübers fragen. Und fragen, wie ist das für dich? Was würdest du denn brauchen, dass das für dich anders läuft? Dass wir hier eine Verständigung finden. Dass hier klar wird, was du brauchst und was ich brauche und wir uns da einigen können. Und dann machst du eine Brücke und fragst nach, wie es dem Gegenüber geht und fragst nach und sagst zum Beispiel, wie ist das für dich? Kannst du noch mal sagen, was für dich ganz wichtig ist? Und dann hörst du zu. Dann hörst du als allererstes zu. Und dann kannst du wieder fühlen, wie deine Reaktion ist auf das, was das Gegenüber sagt. Ist das etwas, das wieder etwas triggert in dir, also dich aktiviert? Oder ist das etwas, was dich öffnet, bei dem du merkst, ah, jetzt kommt eine Verbindung zustande, wo wir klären können? Achte dich darauf. Wenn du nachfragst und da etwas auf dich zukommt und es sich eng macht in dir, wenn es enger wird in dir, dann bist du in irgendeiner Form angetriggert. Also du kannst das körperlich spüren. Du kannst das körperlich wahrnehmen und schauen, okay, geht es zu oder geht es auf? Und wenn du merkst, es geht auf, dann sind normalerweise deine Bedürfnisse für den Moment erfüllt. Und wenn du merkst, es geht zu, dann sind deine Bedürfnisse in diesem Moment nicht erfüllt.
Das kann sich ändern innerhalb von ganz kurzer Zeit, aber jetzt gerade nicht. Und damit du dich gleichwertig beteiligen kannst am Gespräch, und zwar unabhängig von der Rolle, damit du dich gleichwertig beteiligen kannst, ist es wichtig, dass du rausfindest, was deine Gefühle sind. Und dann als zweites, was deine Bedürfnisse sind. Und die einbringst. Du bringst natürlich auf der Arbeit nicht so intime Gefühle mit ein, wie zum Beispiel mit deinen Liebsten oder wenn dir jemand ganz nahe steht. Da kannst du schauen, wie das passt für dich und kannst auf der Gefühlsliste, die ich dir unten verlinke, die kannst du runterladen, kannst du rausfinden, was passt denn für mich? Das ist ein bisschen wie Wörtchen lernen für eine fremde Sprache. Weil in einem gewissen Sinne ist das eine fremde Sprache. Ich habe mal die Frage bekommen kürzlich, wie kann ich das denn machen? Ich lande ganz einfach bei den Gefühlen mit Bewertungen. Und viel schwieriger, wenn ich das mir Mühe gebe, dann lande ich bei den Gefühlen, die unbewertet sind. Ist das wirklich so gemeint? Das war die Frage. Ja, das ist so gemeint. Es braucht ein bisschen Übung, dass du rausfindest, was läuft denn hier bei mir? Mit der Zeit wird es einfach, weil deine Prägungen sind ja immer dieselben, die hier aktiviert werden. Und dann kommen dieselben Gefühle. Das ist dann entweder in der Wutecke oder es ist in der ängstlichen Ecke oder es ist in der Ermüdungsecke und in der Frustrationsecke. Also da weißt du dann mit der Zeit, was bei dir gespielt wird. Und dann ist es nicht mehr so schwierig. Aber am Anfang ist es nützlich, wenn du die Liste hervornimmst und da wirklich nochmal schaust, wie geht das bei mir? Da lernst du dich auch besser kennen. Da erfährst du viel über dich. Und dadurch, dass du das tust und dich da reingibst und mit dir selber forschst, lernst du dich viel, viel besser kennen und hast dann auch eine ganz viel größere Chance, dich selber zu regulieren und dich selber verständlich zu machen. Das hängt alles zusammen. Je mehr du da über dich weißt, desto klarer kannst du dich ausdrücken, desto klarer kannst du dich regulieren und im Gespräch bleiben. Schau dir die Liste an. Ich hänge dir etwas rein hier unten. Das heißt Soforthilfe Kommunikation. Das ist ein Dokument, das dir zeigt, wie du in der Kommunikation bleiben kannst und worauf du achten kannst. Und da hat es eine Gefühls- und eine Bedürfnisliste. Tschüss, bis zum nächsten Mal.